Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir haben auf jeden Fall das mit dem Kräutergarten gemacht und jetzt soll Nikodemus sich mal das Ding anschauen. Ist erledigt. Hast du die Beete gejätet und die nützlichen Kräuter in Frieden gelassen? Ich habe ein paar Kräuter rausgezogen, aber nein! Dir die zwei Minzblätter dich aufregen, dann hacke ich dich in kleine Stücke. Mich selbst überzeugen. Ja, Melly ist leider schon seit 2 Wochen krank oder so und ich bin immer am Kränkeln, aber werd zum Glück noch nicht krank. Und was mache ich jetzt? Ich brauche dieses freaking Herbarium. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu triggern? Sonst kann ich, glaube ich, noch nichts machen. Ich brauche das scheiß Herbarium. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Du kannst mir auch nichts sagen? Nö. Beweg dich, alter Mann. Im Regen, barfuß. Ich wette, der wird sich wegen der Minze anpissen, ne? Ich hack dich in Stücke, mein Freund. Die Minzblätter liegen sogar noch da, ne? Also, pass bloß auf. Wer bist du? Bist du interessant? Smola. So ein Herbarium? Oh, crap. Was willst du hier? Geh Hallo! Was hast du hier zu schaffen? Hallo, tschüss. Sag mir jetzt bloß nicht, das war dein Lieblingsminz-Ding. Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Es war nicht die beste Leistung, aber du hast mehr Unkraut als Kräuter entfernt. Also verdienst du eine Belohnung. Nicht die beste? Im ganzen Bereich hier gibt es kein Unkraut mehr, Chef. Ich habe ein Kraut entfernt. Eines. Oh, ist egal. Wir haben unsere Belohnung, das ist cool. Oh, hier ist nur Brennnesseln. Hm, naja. Und ich weiß, dass wir die Disteln brauchen. Deswegen ist es sehr cool, dass wir jetzt noch welche gesammelt haben. Und deswegen wollte ich es auch unbedingt machen. Aber wenn ich dieses scheiß Herbarium nicht finde, kriege ich zu viel. Ach, wir sind zu satt. Wo bin ich denn gerade? Wie pingelig, ja. Immerhin 85 Groschen. Das ist schon eine ganze Menge für ein bisschen Unkraut jeden. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Bauern in einem Jahr nicht mehr machen. Als 100 oder so. Also von der Bezahlung her war es eigentlich ziemlich stattlich. Bruder Pförtner. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Buhu. Sonst darf hinein. Wie willst du mich bitte aufhalten? Ich bin voll gerüstet und hab ein Schwert. Du bist ein alter armer Mönch. Man hat mich aus Thalmberg hierher entsandt. Ich soll mit dem Bauverantwortlichen sprechen. Also mit dem Baumeister. Oder mit dem Klostermeier. Weswegen genau bist du denn hier? Es geht um die Steinblöcke für den Bau. Ah, dann betrifft das die Vorräte. Sprich mit dem Klostermeier. Er weiß am meisten über diese Dinge. Sein Studierzimmer liegt mehr oder minder genau über uns. Geh links die Treppe hinauf und lauf dann fast den ganzen Weg in diese Richtung zurück. Alles Gute. Sprich den Klostermeier, ey. Ist das der Beste? Das ist der Beste. Sie backt da rum. Warum komme ich hier nicht rein? Oh Mann, Nikodemus. Jetzt mach doch mal den Scheiß. Brauchst du noch Hilfe? Wissen über pflanzliche Heilmittel ist immer eine nützliche Sache. Hör zu. Wir haben einige neue Brüder hier, die mir mit den Verwundeten helfen sollen. Aber nicht alle kennen sich so gut mit Kräutern aus, wie ich es gern hätte. Sie brauchen Unterstützung. Ich bin kein guter Lehrer. Du sollst ihnen auch nichts beibringen, sondern mir beim Zusammenstellen unseres neuen Herbariums helfen. Oh. Bring mir sämtliche Kräuter, die im Alten erwähnt werden. Wie denn? Das klingt einfach. Ich kann's versuchen. Gleich zurück. Sei nicht zu sicher. Manche Kräuter sind scheue kleine Dinger, die sich gern verbergen. Wenn du von jedem eines gefunden hast, komm zu mir zurück. Und noch etwas. Bring ich weiß ja nicht. Ein altes Buch. Wir kratzen die Tinte ab und nutzen die leeren Seiten für das neue Herbarium. Ein altes Buch? Also gut,
Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Geizhals. Ich bin der Geizhals, du bist ein Arsch. Weil du es bist. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Wäre schon ziemlich angepisst, deswegen, wenn wir das... So? Einverstanden. Yes. Hör gut zu. Möge Gott... Mehr als 10%, bin ich zufrieden. Neue Stufe in Alchemie erreicht, da ich noch keine hatte. Ja, ich hatte noch keine Stufe. Wir können zum Hexer werden, wie geil. Tränke füllen deinen Magen 30% weniger, weswegen du öfter und in größeren Mengen Tränke zu dir nehmen kannst. Das kann immer schlecht. Ja, hier, es geht bis zu 3 Tränke mit denselben Zutaten. Ah, oh, hier mit routiniert 1. Du kannst von nun an automatisch Tränke zubereiten, die du schon einmal zubereitet hast, jedoch immer nur einen. Okay, cool. Und hiermit dann 2. Okay, finde ich gut. Finde ich einen guten Perk. Damit muss man das zumindest nicht für immer machen. Das ist sehr cool. Ja, okay, passt schon. Das Dumme ist, ohne das Herbarium kann ich nichts tun, Leute. Gar nichts. Gibt's irgendeinen Weg, das Ding wieder reinzuglitschen oder sowas? Am besten folgst du den Rezepten aus dem Buch. Arschloch. Sorry. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Upsala. Gibt's irgendeinen Befehl, um das Buch reinzuglitschen? Oder so ein Scheiß? I have no idea. Ich kann das so nicht. Die Rezepte sind nämlich echt nicht einfach. Und da geht's auch sehr viel um Zeit und sowas. Dass man das in ordentlicher Zeit macht und dann in ordentlicher Abfolge und so ein Blödsinn. Und, um dann wirklich einen Trank rauszubekommen. Wenn ich das so versuche, wird das ewig dauern. Ich habe noch nie ein Herbarium gelesen, Sapsi. Nein. Ich wüsste gar nicht, wo. Ich wüsste gar nicht, wo ich ein Herbarium hätte lesen sollen. Ich habe mir bald meine Verbände wieder zusammenklamüsert hier. Aber ich brauche eins für ihn und ich brauche eins für ihn. Und das ist ziemlich scheiße. Wenn du mir sagen könntest, wo noch ein Herbarium liegt, wäre das auch okay. Was müssen wir noch machen? Die haben mir noch ein paar andere Sachen zu tun, dann gehe ich erstmal die machen. Aber es ist echt traurig. Ich will den verdammten Mist machen. Wo haben wir das Nest entdeckt? Ich würde gerne mal ein Nest plündern. Da hinten? Wie habe ich das Nest denn hier bitte entdeckt? Wie komme ich da dran? Soll ich mit dem Pfeil abballern oder was? Oh, really? Und es ist ein Spinnennetz drin, ich werde nicht mehr. Das war ein teures Ding. So, hier ist irgendwie A. Niemand, der mir helfen kann, lalala. Ich könnte so einen Topf essen. 3 Sattheit sind noch zu viel. Also bald. Urban. Okay. Der urbane Urban. Ach, du kleiner Drecksack. Sebastian vom Berg. Ja, so sieht's auch aus. Hier speichern wir erstmal, bevor wir mit ihm reden. Der sieht wirklich aus wie vom Berg. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ich möchte eine reinhauen. Oh, ich kann Trophäen übergeben. Trophäen. Dann zeig her.
Sehr schön, sehr schön. Nice. Ich helfe in der Krankenstube aus und wollte... Ah, wie geht es Johanka? Kennst du sie gut? In der Tat. Gut, gut. Spricht sie manchmal von mir? Ich wollte eigentlich nach Vorräten fragen und über die Verfassung der Skalitzer sprechen. Sie brauchen Decken, Nahrung... Nicht meine Sorge. Soll der Infirmarius sich darum kümmern? Dem sind die Hände gebunden. Bis der Abt zurückkehrt, bekommt er nicht mehr. Und warum sollte mich das kümmern? Weil ich dir eine reinschlage, wenn es dich nicht kümmert. Oh shit, 10 plus 3 habe ich nur und der hat 14? Das werde ich nicht schaffen. Ich könnte bestechen. Vielleicht Johanka zuliebe? Was willst du damit andeuten? Ihr könnte eines Tages selbst etwas zustoßen. Aber dann ließe ich sie doch nicht auf dem dreckigen Boden liegen. Ich würde persönlich dafür sorgen, dass man sich gut um sie kümmert. Der Typ ist so eine schleimige Ratte, ey. Ich will nicht zahlen, aber... Für Vorräte? Aber natürlich. Das wären dann... Mach mal halblang. Du bekommst deine Vorräte vom Kloster kostenlos. Und niemanden wird es kümmern, wenn du um mehr bittest. Decken werden von Ratten zerfressen, Essen wird schlecht... Zufrieden? Es muss schon mehr sein, um mich zu... Hat ihn leider doch ziemlich angepieselt. Ja, solche Dinge geschehen. Und solange das Kloster meines Schutzes bedarf, wird es damit leben müssen. Alles Gute. Irgendwie fühle ich mich nicht gut damit. Ich glaube nicht, dass Henry das machen würde. Nein. Das neue Herbarium. Ja, dankeschön. Scheiße. Blöde Quest. Ich meine, woher soll ich wissen, welche Sachen alle in dem Herbarium drin sind? Es ehrt mich, dass du... Ich habe... Dann... Meine Güte. Ich helfe in der... Ah, wie geht es... In der Tat. Gut, gut. Manchmal, ich nehme auch mal das. Hier und da? Sehr gut. Ausgezeichnet. Johanka bedeutet mir viel. Ich wollte eigentlich nach Vorräten fragen. Nicht meine Sorge. Dem sind die Hände... Und warum sollte... Ich komme einfach nicht besser rum. Ich habe nur 12 Charisma, was echt wenig ist. Das waren mal 15, aber selbst das wäre zu wenig gewesen. Vielleicht... Probier es damit nochmal, aber das wird nicht funktionieren. Aber ich wollte es wenigstens gesagt haben. Ich weiß nicht, was du meinst, aber du gehst jetzt besser. Alles Gute. Drecksack. Lalalala. Ich werde die kleine Ratte bestehlen. Die dreckige kleine Ratte, die er ist. Lalalala. Ich räube dir die Unterhosen aus der Truhe. Es ist mir so scheißegal. Ich kenne einen Müller, der hilft mir, das wieder loszuwerden. Willst du dich verarschen, oder? Oh, crap. Wie geht es dir, Heinrich? Ah, so super, mein Freund. Da hätte ich auch nichts gegen machen können hier. Oh, er hat sein eigenes Klo hier. Oh, der kackt auf dem Baum. Das ist ja eklig. Ah, wie kann man den blödsinnigen Penner noch davon überzeugen? Ich muss mal mit Johanka reden. Und wo ist Urban? Gesundheitsschatz. Bist du urban gemacht? Jawohl, hallo. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Wessen Haus ist das? Das des Kustos, des höchst verehrten Barons Sebastian vom Berg. Ich finde es aber einen ziemlich blöden Bug, dass einfach das Herbarium verschwinden kann, ne? Du scheinst nicht viel von ihm zu halten. Ein Mann, dessen Nase so hoch in die Wolken ragt, dass sie als Regenrinne dienen könnte, kann nicht so übel sein. Was tut ein Kustos eigentlich?
Tja, er soll sich um die Gemeinschaft kümmern und für Ruhe und Ordnung sorgen. Das schafft er ja gut. Aber in Wahrheit ist ihm mehr daran gelegen, jeden Biss aufs Hemd auszunehmen. Eben deswegen will ich ihm kein Geld geben, weil er ein Arsch ist. Keine Ursache. Ist dir langweilig? Ich dachte, du wärst interessanter, Urban. Stinklangweilig. Wie kannst du dich in einer Stadt wie Sasau langweilen, die voll von Heiligkeit und Wissen ist? Sprich gar nicht erst davon. Heiligkeit, oh Gott. Die Bücher darf man nicht berühren, sprechen wollen sie nicht mit einem. Und als ich die Gebeine des heiligen Prokop betrachten wollte, verjagten sie mich. Mich, wie einen gemeinen Dieb. Welchem Zweck dient dieses verdammte Kloster, wenn einem selbst das verwehrt wird? Nun, es heißt, es wäre nicht mehr viel vom armen Prokop übrig. Was soll das nun bitte heißen? Ich mache dir keine Vorwürfe. Aber es haben nun einmal nur Mönche Zugang zum Reliquiar der Krypta. Zuvor haben Besucher Reliquien des heiligen Prokop entwendet, um sie nur für sich zu haben. Und das ist die Konsequenz. Ich weiß, doch so etwas würde ich nie tun. Ich wollte sie bloß berühren, das soll Glück bringen. Vielleicht kann ich helfen. Ach ja? Du führst doch nichts im Schilde, oder? Prokop gibt sicher viel auf dem Schwarzmarkt, also läuft. Nein, natürlich nicht. Ich wollte dir etwas aus der Höhle unter dem Kloster mitbringen, wo er sich aufhielt. Man kann dort hinein. Ich würde es zurückbringen, nachdem du es berührt hast. Also, das würdest du für mich tun? Gewiss doch. Ich wäre dir sehr verbunden. Möge Gott über dich wachen. Können wir auch noch machen, kein Problem. Hauptsache Quests. Was war C? Ist C hier, ist die Frage. Das ist aber ein ganz schönes... Was? Das ist aber ein ganz schönes Problem, sicherheitstechnisch und so, ne? Da kommt man leicht drüber und dann da rein. Das ist, merkt keine Sau. Also für eine Belagerung seid ihr nicht wirklich fest. Leute, wollte ich nur mal gesagt haben. Wo ist denn C? C ist da hinten? Das hier ist Vorräte von Custos zu erhalten. Und C ist in Rovna. Ach, finde Pater Simon, okay. Das haben wir auch noch, aber... noch nicht jetzt. Ich würde gern noch in den Meisterbetrieb von Sasau. Und nachschauen. Ne, Bienenstock muss ich nicht haben, danke. Apropos, haben wir noch was zu essen? Ich hatte doch die ganzen Bienenstöcke dabei. Komisch. Beziehungsweise Waben. Honigwaben. Vielleicht auch mitverkauft, keine Ahnung mehr. Wie machen wir das am besten? Man muss den Typen doch irgendwie dazu bringen können, mehr Vorräte rauszurücken, den kleinen Penner, ohne dass ich ihn bezahle. Ich will ihn nicht bezahlen, er ist ein Arsch. Ich würde ihm gerne in den Hintern treten. Prokop gibt 3 Groschen pro Kopf. Wow, Kater. Das kann ja nur von dir kommen. Was bist du, Smola? Ich suche den, der hier das Sagen hat. Der Baumeister heißt Karel und kommt aus der Stadt. Du wirst ihn leicht erkennen. Er sieht als einziger nicht wie ein Arbeiter aus. Aber wenn du mit dem Klostermeier sprechen willst, der ist wahrscheinlich in seinem Studierzimmer. Die Treppe rauf beim Tor. Danke. Schön, dass du so Unsinn bist. Wollen wir versuchen, von allem mal was mitzunehmen? Ich meine, jetzt kann ich ja hier plündern. Nehmen wir ein bisschen Augentrost. Nehmen wir ein bisschen Minze. Beinwell. Ich weiß nicht, was ich alles mitnehmen muss für das Herbarium. Wermut auch. Mal gucken, was brauche ich noch für das Herbarium? Gucken wir mal rein. Das neue Herbarium. Okay, okay. Wir brauchen eine Einbeere, wir brauchen Mohn. Habe ich noch nie gesehen. Kamille. Tollkirsche und Baldrian. Das ist nicht viel, was uns fehlt, Leute. Das ist echt nicht viel. Das können wir ja mal... das will ich noch nicht wegnehmen. Das können wir wegnehmen. Sehen wir auch, wo hier was ist? Nee. Vielleicht kann ich ja schon mal was abgeben, damit es nicht schlecht wird. Du findest nicht hilfreich. Das ist noch schade. Tut mir leid, Subsi. Aber danke.
mir leid, dass du nichts finden konntest. Das ist echt doof. Ich meine, vielleicht finden wir ja noch mehr hier im Kloster. Kann ja sein. Wir brauchen nicht viel. Da sind 4, 5 Pflanzen noch. Aber außer Unkraut haben wir ja nicht viel. Gut, stimmt eigentlich nicht. Wir hatten schon eine ganze Menge hier. Das ist keine Pflanze. Wäre halt schön, wenn wir ihm das, was wir gefunden haben, schon abgeben könnten. Dann wäre das um einiges leichter. Da müssten wir nur gucken, was haben wir jetzt sonst noch, was uns fehlt. Und dann suchen wir das gezielt. Nehmen es einmal mit. Ne, hier ist aber sonst gar nichts. Aber Mohn habe ich noch nie gesehen. Baldrian habe ich noch nie gesehen. Wäre schon cool, wenn wir das alles hier sammeln könnten, aber oh well. Was ist das? Blaue? Erkennt er nicht, ist keine Pflanze, die ich einsammeln kann. Gibt ja so gesehen nicht viel, ne? Ich weiß aber auch in Real nicht, wie Baldrian aussieht. Meine ich. Also wahrscheinlich schon, aber so off the top of my head weiß ich es nicht. Vom Sehen her bestimmt. Schön, dass sie so viel Gräber ausgehoben haben. Das ist ja wunderbar. Ach Mann, was machen wir hier nur? Nur Blödsinn anscheinend. Es tut mir leid. Denn mit dem Herbarium hätten wir locker weiterkommen können, aber so... Finde ich einen extrem bescheuerten, doofen, blöden, hinderlichen Bug. Ist nicht wirklich Game-Breaking, glücklicherweise, aber es kommt nah daran. Ich habe die Kräuter, die du wolltest. Lass mich nachsehen, ob du alle hast. Hab ich nicht. Wieso vergeudest du meine Zeit? Oh, du kannst doch schon mal einen Teil nehmen, Mensch. Da kannst du das Herbarium schon mal anfangen. Die müssen eh trocknen. Ich weiß noch nicht, ob die Qualität verlieren mit der Zeit. Ich habe das Gefühl, das werden sie. Das wäre dumm, aber das traue ich dem Spiel trotzdem zu. Okay, weißt du was? Screw it. Und du musst in dem Ding lesen oder kannst du auch auf gut Glück den Schlauch... Ich kann ihn auch auf gut Glück versuchen. Aber das ist zu kompliziert, das Rezept. Das ist nicht einfach nur, oh, pack 3 Zutaten da rein, die du vorher im Mörser zerstoßen hast, sondern pack die Zutat da rein, dann lass es aufkochen... Dann warte 3 Zyklen, dann, oder 3 Minuten, dann pack die andere Zutat da rein, die so und so behandelt wurde. Dann lass es nicht zu stark köcheln. Dann nimm nochmal eine andere Zutat, pack die roh da rein und dann koch es nochmal richtig hardcore auf und dann ist der Trunk fertig. Wie soll ich da denn bitte guessen? Das ist unmöglich. Ich weiß noch nicht mal, welche Zutaten dieser blöde scheiß Schlaftrunk hat. Wir gehen jetzt erstmal das Diadem holen für Stefan. Ich muss mich ablenken. Vielleicht finden wir ja Baldrian oder so ein Blödsinn auf dem Weg. Ich gucke jetzt auf jeden Fall sehr nach Herbs. Alles, was mir irgendwie neu erscheint. Also wenn mir irgendjemand das genaue Rezept sagen kann, kann ich ihn auch so machen. Da brauche ich das Herbarium nicht für, aber für die violette Pflanze brauche ich es. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Damn, Kettenbeinlinge hier drin. Das ist Hardcore, Leute. Das war mal ein Geschäft. Wenn ich das dem Müller bringen kann. Kamille, Mohnblume, Ringelblume, scheißegal, wir nehmen alles mit, fuck it. Uns fehlt noch Tollkirsche. Das war Jackpot, Leute. Das war wirklich ein Jackpot. Ich nehme nur die Verbände mit, der Rest ist unwichtig.
Jetzt fehlt uns wirklich nicht mehr viel. Das bringt mir jetzt leider nicht viel, Schatz, aber danke dir. Ich bin gerade leider nicht da, wo ich es machen kann. Also Melly hat das Rezept schon gefunden, netterweise. Ah, Sapsi anscheinend auch. Dankeschön, Sapsi. Okay, nee, das brauchen wir nicht. Das ist alles Blödsinn. Wild müssen wir auch noch finden, 100 Stück. Oh, ein Met. Ja, den Met nehmen wir mit, weil ich es kann. Obwohl, weißt du was, wir nehmen auch den Brandwein mit und ballern ihn uns rein, ins Gesicht. Oh, ihr habt mich nicht bemerkt, das ist aber nett. Cool. Da liegt ein Vertrag. Oder sowas. Okay. Werden wir erstmal mit den Leuten hier reden. Hallo, Paintendo. Beim Bruder in der Kiste hast du schon geschaut? Die Kiste ist sehr schwer verschlossen. Damit komme ich niemals dadurch. Ever. Meister Jerome, mit dir muss ich reden. Beste Grüße. Und willkommen, Paintendo 69. Die Herrin von Thalmberg schickt mich. Sie möchte wissen, warum ihr Diadem noch nicht fertig ist. Wir tragen daran jedenfalls keine Schuld. Wir hatten einen die war nicht offen. Edelstein bestellt, der das Diadem zieren sollte. Ein schönen Moldavit aus Südböhmen. Ich guck gleich nochmal. Der in Prag geschliffen wurde. Aber nun, ja. Kurz gesagt hat sich der werte Händler Martin Fizek, der ihn aus Prag herbringen sollte, unterwegs wohl verirrt. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Das wird Herrin Stefanie nicht gefallen. Wir hätten hier einen Stein, womit wir den Moldavit ersetzen könnten. Aber bestimmt kannst sogar du erkennen, dass er einer noblen Vermählung nicht würdig ist. Und auch nicht unserer gehobenen Handwerkskunst. Gäbe es doch nur jemanden, der den Moldavit aufspüren könnte. Jo, machen wir. Warum fragst du nicht einfach? Ich mache mich auf die Suche. Sag mir, wo der Kerl zuletzt gesehen wurde. Dieser Kerl ist kein geringerer als der ehrbare Händler Martin Fizek. Zuletzt wurde er westlich von hier gesichtet, als er die Sasau entlangritt und den Steg über die Furt kassierte. Als er die Sasau entlangritt. Gut, ich werde ihn suchen. Aber inzwischen könnte er auch über alle Berge sein. Oder unter der Erde. Ich weiß, dass der Fluss ist, aber ich finde das so geil, wie er sagt, die Sasau entlanggeritten ist. Das ist so super. Ja, der Kerl reitet gern die Sasau lang. Aber cool, wir brauchen praktisch nur noch Tollkirsche, oder? Für die eine Quest. Ja, Salbei, Einbeere und Tollkirsche. Einbeeren haben wir schon viel gefunden. Und Johanniskraut. Okay, vier Sachen noch. Aber Einbeeren haben wir schon viel gefunden. Salbei, Johanniskraut habe ich noch nie gesehen und Tollkirsche leider auch nicht. Also das wird noch ein bisschen was. Aber wenn wir die haben, haben wir das Herbarium auch fertig. Super lustig. Okay, hier wollte ich nicht rein. Hier wollte ich. Oder raus. So, dann haben wir das hier auch fast. Genau, ich sollte nochmal bei dem Bruder Tak da vorbeischauen. Machen wir gerade. Moment. Hallo Schweinchen. Du bezitzt das Vieh. Ah, die andere Quest könnten wir auch noch weitermachen. Die mit dem Bau. Ich hoffe, die ist mittlerweile gefixt. Ja, und wie ihr seht, Truhe sehr schwer zu knacken. Also, ich weiß nicht, wo die offen sein soll. Aber ich meine... Ja, seht ihr? Schloss ist so kompliziert. Ich kann es nicht mal, wenn ich wollte, schaffen. Und es ist zu. Also. Und ich kann ihn auch nicht dazu fragen. Hab Dank. Gott behüte dich. Oh, die Einbeere, sehr gut. Kauf meine von, danke. Ja, den Salbei. Jetzt brauchen wir nur noch Johanniskraut. God damn it. Tollkirsche nämlich auch. Doch, das ist Johanniskraut. Ha, wir haben alles. Yay, Herbarium fertig. Schatzkarte nehme ich auch gleich, danke. Rezept. Für Wasser der Lethe. Das ist ein ganz teures Rezept mit 1200. Wow. Der Traum des Alchemisten. Oh, cool. Können wir noch lange nicht. Super, damit haben wir das Herbarium fertig. Was kann ich hier verkaufen? Alte Stiefel. Die sind nicht gestohlen. Da stehe ich mit meinem Namen für. Biancas Ring kriegst du nicht. Der Kram ist als gestohlen. Ist nicht so geil. Das wird er nicht wollen.
Die trage ich selbst. Das gelbe Hemd ist auch gestohlen. Der Google ist auch gestohlen. Habe ich einen Knüppel dabei? Hab ich den echt mitgehen lassen? Scheiße. Das Leinenhemd ist aber nicht gestohlen aus whatever reason. Du hast ein bisschen Geld. Wird schon Sinn machen, wenn ich dir das wieder abknöpfe. Ein Silberring könnte ich dir noch geben. Eigentlich würde ich ihn lieber meiner nächsten Eroberung geben. Ah, ich verkaufe dir deine eigenen Verbände wieder, das ist auch cool. Und ein Wundpfeil, bitteschön. Kannst du sie ja gebrauchen. Vielleicht als, I don't know, Vergleichsobjekt. Besprechen wir den Preis. Du kannst ihm die Schlüssel abziehen. Nein, kann ich nicht. Ich bin ziemlich scheiße im Taschendiebstahl. Das haben wir schon geklärt. Der Müller hat mich 15.000 Mal entdeckt. Also, war nicht geil. Danke für den Hinweis, aber ich bezweifle, dass das funktioniert. Ist aber noch okay damit. Darum die 100 ist okay. Denke ich nämlich auch, so. Ich meine, ich kann es gern mal einmal probieren, aber das wird nicht funktionieren. Was? Es wird nicht funktionieren, Schatz. Ich bin Level... Ups. Ich bin Level 1 im Stehlen, im Taschendiebstahl. Da ist der Schlüssel. Und das ist random, wo der Mist ist. Ich habe keine Chance dabei, Leute. Das ist vollkommener Blödsinn. Ich kann ihn totschlagen und ihm die Schlüssel wegnehmen. Darin bin ich gut. Halbwegs, aber der komische kleine Mönch wird mich nicht umbringen können. Ich hab die Schlüssel! Niemand hat mich gesehen. Das war Luck. Ja, das ist mein erster Playthrough. Warum? Das ist der falsche Schlüssel. You gotta be shitting me, right? Das war der falsche fucking Schlüssel? What the frick? Das ist ein Thronschlüssel, verdammt! Oh, goddammit. Und ich kann nicht länger warten. Wenn es über 5 hinausgeht, wird es auf jeden Fall rot. Ja, jetzt schon. Das ist übrigens aus einer Mod, der Hintergrund. Sehr, sehr schön. Ich könnte ihn umhauen. Ich könnte ihn umhauen. Ich könnte ihn umhauen? Ich könnte ihn umhauen. Ich versuch's nochmal mit Stehlen. Keine Chance, wenn es nicht das erste ist, was ich sehe, ist vorbei. Ich hoffe, er ist nur bewusstlos. Okay, they got me there. So ein Scheiß. Aber cool, dass man das kann. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Um ehrlich zu sein. Danke, Spiel, dass du immer noch denkst, ich würde hier Unrecht treiben. Beziehungsweise kämpfen. Was nicht Unrecht treiben ist. I'm dead. Man muss so ein Glück haben dabei. Kaum eines, bis er nur den Schlüssel hat. Haha, es wird nur immer schwerer, Kater. Mit jedem und vor allem, wie groß, größer der Gegenstand ist. Wirst noch viel Freude haben, was man mal alles machen kann? Ja, ich bin gespannt. Ich glaube es weniger. Vor allem, weil ich mich nicht in Taschendiebstahl übe. Der hat keinen Schlüssel mehr. Der hat nur den einen Schlüssel, Leute. Der kann gar keinen Schlüssel mehr haben. Und sorry, dass ich so viel lade, aber sollte man eigentlich nicht tun und ich will's auch nicht, aber wenn der Bug mich daran hindert, weiterzumachen, finde ich das halt schon ziemlich scheiße und dann
werde ich auch laden, bis ich den scheiß blöden Schlüssel habe. Wenn es noch einen gibt. Aber ich glaube nicht, dass er noch einen hat. Und ja, es erinnert sehr an Skyrim, Sassi. Sapsi. Entschuldige bitte. Brot. Wenn das hier mal ein bisschen schneller gehen würde und nicht so eine scheiß Verzögerung hätte. Der hat keinen Schlüssel mehr. Nein, der hat keinen Schlüssel mehr. Das ist die falsche Truhe. Ich glaube, das ist ein anderer, der den Schlüssel hat. Was mir auch nicht weiterhilft. Oder die Truhe ist genauso bugged. I don't know. Ich soll vielleicht nochmal speichern, wo die scheiß Tür hier zu ist. Und die andere Tür auch. Ich kriege immerhin Heimlichkeit dafür. Aus irgendeinem Grund bin ich aber jetzt im Kampf. Da, er hat keinen Schlüssel mehr. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Einfach. Wow. Sorry. Das war Arsch, ey. Umgehauen und dann aber schön mit dem Fuß um den Kopf getreten. Geil. Alter, war das böse. Johanka! Angeblich soll es ja bei Schlafenden besser gehen. Ja, ja. Habe ich auch schon ausprobiert. Ganz vergessen. Grüß dich, Heinrich. Ja, grüß dich. Ich muss dich leider gerade mal ein bisschen abmurksen. Das Dumme ist, hier sieht mich jeder. Ich will nur kurz in den Inventar gucken. Aber cool, dass ich dafür direkt Heimlichkeit hochkriege. Das ist cool. Müssen wir echt mal ausprobieren. Wenn wir mal allein mit irgendjemandem sind. Nein, sie hat keins. Oh mein Gott, all ihre Sachen sind voll kaputt. Interessiert das keinen, dass ich sie abgemurkst habe? Also nicht wirklich abgemurkst, sie ist nur ohnmächtig. Wo ist der Bug? Siehst du links das Buch? Es ist nicht da. Das ist der Bug. Ich will dieses verkackte Herbarium haben. Aber es ist keins da. Gott, aber eine ganze Menge Groschen, mein Freund. Was ist, wenn die jetzt wieder aufstehen? Wissen die, dass ich sie umgenockt habe? Ich könnte sie komplett ausziehen. Wow. Unter den Kranken. Ist aber schon nicht so nett, ne? Heimlichkeit. Heimlichkeit ist Stufe 4. Oh, nein. Ich habe schon so oft reloaded. Also wegen dem Buch bringt das gar nichts. Wegen dem Umnocken ja. Ich wollte, wie gesagt, nur kurz gucken, ob Johanka den Schlüssel hat. Aber den hat anscheinend niemand. Ich habe jetzt den einen Schlüssel ihm aus der Tasche gezogen, aber ich meine, dafür ist er nicht. Ansonsten würde ich ja automatisch einen Schlüssel einsetzen, was ich nicht kann. Es gibt hier keine andere Truhe, also wüsste ich nicht, wofür der Schlüssel ist. Außer, ja, doch, die hier, die kann ich aufschließen, das ist ja schön. Und da sind Unterhosen drin, dankeschön dafür. Ich kann nicht mal die aufschließen. Also ich habe den Schlüssel zu den Unterhosen des Mönchs gefunden. Yay. Das hat sich ja was von gelohnt, ne? Und hier ist auch nur Blödsinn drin. Also vielleicht die Verbände, die ich gebrauchen könnte. Immerhin kann mich hier keiner verraten. Die sind zu sehr am Sterben und faulen. Ja, no, aber hier ist kein Herbarium. Hier muss aber ein Herbarium liegen. Und da sind Unterhosen. Hat's gelohnt, ne? Ah. Also Sapsi meinte, Paintendo, wenn man noch kein Herbarium gesehen hat, kann es passieren, dass das Ding ausbuggt. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wie ich es wieder herrichten kann. I don't know. Ich weiß nur, dass es mich extrem ankekst, weil das mir komplett die gesamte... Das versaut mir zwei Quests praktisch. Mindestens. Abgesehen davon, dass ich überhaupt nichts brauen kann dadurch. Und ich weiß nicht, wo... Ach, da ist der Moldavid, oder können wir gerade hingehen? Ich weiß nicht, wo es da weitergeht. Also, wo es noch ein Herbarium gibt, das ich sehen könnte, damit ich da machen kann. Ich könnte den Trank so brauen, mit irgendwas aus dem Netz oder so, aber ich will eigentlich nicht.
Ich will das verdammt nochmal das Herbarium da liegen, das Game ordentlich funktioniert. Ja. Kost genug, dass man erwarten kann, dass das Game zumindest halbwegs funktioniert, oder? Gab auch letztens einen großen Patch, worüber ich sehr froh bin, wo sie einige Questbugs gefixt haben. Anscheinend nicht den hier. Habe auch noch nie gesehen, dass das passiert. Also ich hatte mir, muss ich dazu sagen, an Paintendo, der weiß das ja noch nicht, ein Let's Play dazu angeguckt von jemand anderem, den ich häufiger schaue. Einem Briten, aber da hat es funktioniert. Und das habe ich auch nur bis zu genau diesem Punkt angeschaut. Also, wo wir jetzt in der Hauptstory sind, die eine Mission kenne ich ein bisschen, nicht viel. Und dann ist es absolut 100% blind für mich. Aber bis hier hatte ich es gesehen, weil der hat dann nicht mehr weitergemacht. Und habe ich mir gedacht, ah, oh, super, dann kann ich es ja machen. Ha. So, schauen wir uns mal an, wo es hier weitergeht. Wo wir hier diesen Moldavit finden können. Okay, da steht irgendein Karren. Sieht vielversprechend aus. Wie es scheint, weiß ich schon, warum der Händler nicht mehr da ist. Die Blutlache, die dort ist, sagt mir das schon so ein bisschen. Schauen wir mal. Die roten Blumen rundherum, ist das kein Mohn? Wirst du vielleicht noch brauchen? Mehr als nur das für einen Schlaftrunk. Ja, wahrscheinlich werde ich es brauchen. Und welche roten Blumen? Waren da irgendwo rote Blumen? Gerade keine gesehen. Fehlt mir noch irgendwas? Ne, das Herbarium wäre sogar fertig. Da müssen wir nochmal mit ihm reden. Aber erstmal machen wir die Quest jetzt schnell. Die wird wohl nicht lange dauern, wie das hier ausschaut. Denn ich habe das Gefühl, den haben sie hier in den Wald gezerrt. Oder er ist verblutend hier runtergerollt. Ich bin dran vorbeigeritten. Ja, wir gehen ja eh gleich wieder in die Richtung. Passt schon. Dann hole ich mir noch ein bisschen mehr Mohn, aber das ist halt auch nicht so das Wahre. Oh, shit. Hey, wer ist da? Sieh an, was da unter Hey, dein Tod. Hier drüben, wo sind wir? Ah, so knapp daneben. Hey, ihr alle, hier sammeln, schlagt Alarm. Guck dir mal an, was die Pfeile ausrichten, Leute. Schlagt Alarm, seid vorsichtig. Ah, schon wieder daneben, du Penner. Und es ist... Oh, kannst du mir doch nicht sagen, Leute. Was zur Hölle? Au! Ey! Drei der teuersten Pfeile einfach mal so ins Meer. Au. Oh, das hat wehgetan. Der hat da gut gezielt. Now you're dead. Hier ist noch irgendwo ein Penner. Wer bist du denn? Oh, da ist Wiesek. Das ist sehr schön. Wer schießt hier noch auf mich? Wo ist einer? Ja, die Banditen haben ihn wohl überfallen, abgestochen, wie es hier aussieht, aber ich will wissen, ob das der letzte Penner von denen war. Apparently so. Ansonsten würde der andere gleich auftauchen und mir eine reinhauen wollen. Alles Blödsinn. Das hier ist gut. Das ist gut. Yep. Yep. Oh yeah. Den Verband nehmen wir auch mit. Und den verbesserten Spitzpfeil will ich wieder zurückhaben. Dankeschön. Dreckiger Penner, ey. So oft daneben zu schießen, ist ja schon echt peinlich. Ja, das Schlossklacken-Minigame ist so doof. Okay. Eine französische Altarkerze. Keine Ahnung, wofür die gut ist, aber sie wiegt nichts. Also nehme ich sie auf jeden Fall mit. Glaskelch, da ist der Moldavit, Rüstungsset, Silberkelch, venezianischer Glaskelch gefällt mir. Goldstoff und Leinstoff, Können wir eher die Unterhosen mitnehmen. Die bringen mehr fürs Geld, das hier ist nur 10 pro Einheit, 5 pro Einheit wert. Also pro flämischer Stoff, noch weniger wert. Nicht gedacht. Alles Blödsinn. So, Wiesek. Das ist ja gar nichts, Mensch. Ich habe sie ja bis aufs Hemd ausgezogen, mein Freund. Wo liegt dein... Okay. Hattest du irgendwas Schönes? Du hattest ein Pernach dabei. Okay, cool. Morgenstern ist super. Hätte ich auch gerne mal. Würde ich gerne mal ausprobieren, aber... Ja, wir haben so ein gutes Schwert. Der Eisenhut, die Kettenhaube. My goodness, hier gibt's geilen Scheiß. Das nehmen wir auch mit. Das ist zwar nicht die beste Weight Ratio. Oh my goodness, die verzierten Reiterstiefel sind ja geil. Könnte ich mitnehmen, aber das ist echt nichts wert. Lass es liegen. Bogenschießen ist so gut in dem Game.
Das war unklug, aber ich will das Zeug aufs Pferd haben, weil ich mich nicht bewegen kann momentan. Also weg, weg. Weg. Die Altarkerze hätte ich nicht weggeben müssen. Ich kann leider echt wenig tragen durch das Kettenhemd, das ich anhabe. Ich würde das Kettenhemd auch gern wieder loswerden, aber wir haben leider keine Alternative und das bietet uns halt einen echt guten Körperschutz. Wirklich guten Körperschutz. Die Langstreckenpfeile behalte ich. Warum habe ich leere Vogelkäfige? Achso, ich weiß, warum ich leere Vogelkäfige dabei habe. Wegen Blödsinn. Wegen dieser komischen Quest, die ich wahrscheinlich nie machen werde. Weil ich... Ich bin kein guter Ornithologe. Ich meine, ich bin Biologe, aber das hat nichts mit Orni sein zu tun. Die sind nochmal eine ganz andere Art von crazy. Und das war nie mein Ding, ganz ehrlich zu sein. Noch irgendwas? Jo, die können auch weg. Die Kleidung kann ich nicht mal tragen, weil es Kleider sind. Das finde ich ein bisschen diskriminierend. Aber, ja, nicht falsch. Sattheit. Okay, wir können. Ich mag nämlich unsere gesunde Ernährungsperk. Den würde ich gerne behalten. So, kommen wir jetzt das Dickicht wieder hoch. Ihr wart aber sehr schluderig, muss ich euch ja schon sagen, ne, ihr komischen Banditen. Ihr hättet ja wenigstens Blut entfernen können. Drüber pinkeln oder so, vielleicht hätte es geholfen. Ihr habt gesagt, hier sind Mohnblumen. Da werden wir uns gleich ein paar holen. Aber wie viel brauchen wir davon schon, ne? Ah, da. Sind das Mohnblumen? Das sind doch keine Mohnblumen. Ja, könnte sein. In der Realität sehen Mohnblumen noch ein bisschen anders aus, aber wir haben auch gerade den Hals unseres Pferdes geschnitten. Ja, das sind Ringelblumen. Also nicht so sinnvoll für uns. Ich meine, da kann man diesen Ringelblumenaufguss machen, das ist sicher sehr geil. Aber wir haben eh genug davon. Dächter wegen. Aufsitzen, zurückreiten, go. Moldavit ins Diadem. Milady ist glücklich mit uns. Läuft. Ach so, und vorher nochmal ganz kurz ins Kloster. Denn wir haben jetzt Herbarium fertig. Zumindest das können wir abgeben. Vielleicht spawnt dann auch das andere Herbarium wieder. Weil wir haben ja jetzt ein neues gemacht. Hallo, Heinrich. Hallo, woher auch immer du mich kennst, du komische Kauz. Du komischer Kauz. Homologe, was? Nein, Ornithologe oder Biologe. Ein Ornithologe sollte eigentlich auch ein Biologe sein, by the way. Ansonsten hat er irgendwas falsch gemacht. Und ja, Biologe bin ich zwar, aber ich kenne mich trotzdem mit den gefiederten Tieren nicht aus. Zumindest nicht besonders gut. Ein bisschen, aber nicht besonders gut. Und schon gar nicht habe ich ein Gehör für Musik in irgendeiner Form. Ja. Ganz und gar nicht. Ich bin so unmusikalisch, es ist krank, wie unmusikalisch ich bin. Das kann man sich ja schon als Krankheit festlegen lassen. Also von daher braucht er für mich nicht erwarten, dass ich Vogelstimmen da interpretieren kann. Schon gar kein Nachtigall. Horitologe? Hornitologe. Ja, das sind wir auf jeden Fall. Horny like crazy. Die Kräuter, die du wolltest. Lass mich nachsehen, ob du alle hast. Of course I do. Du hast alle Pflanzen. Die nehme ich an mich. Und das Buch? Hast du es mitgebracht? Das habe ich. Hier ist es. I do? Ich gebe ihm eine Schatzkarte. Die Reisen des Ritters John Mandeville könnten wir nehmen. Oder die Lied der Freudigen. Nehmen wir das Lied, bitteschön, das braucht eh keine Sau. Danke für alles. Ich habe es zwar nicht gelesen, aber es mir wurscht. Ich mit dem Abkratzen der Tinte und erstelle dann das Herbarium. War mir ein Vergnügen. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Darf ich bitte rein. Oh, Kräuterkunde hoch, sehr gut. Darf ich bitte kurz reinschauen, damit das Ding hier spawnt? That's what she said. Oh, komm schon, ich würde so gerne Alchemie machen. Wenigstens einmal, um es euch zu zeigen, weil es ist echt cool hier. Es ist ein bisschen tedious, aber es ist trotzdem cool. Damn it. Dann gehen wir mal den Moldavit abgeben. Ich meine, hey, wir haben Kräuterkunde bekommen, das ist immerhin gut. Welches Level haben wir eigentlich in Kräuterkunde? Alchemie ist Level 1 leider, weil ich kann ja nichts machen. Kräuterkunde 8. Okay. Ja.
Nicht erst später von selbst? Ja, es sollte jetzt schon spawnen. Warum sollte es nicht jetzt schon da sein? Er hat mir doch schon gesagt, mach die Tränke. Also deswegen, ich verstehe es nicht. Ich finde es ziemlich dreckig, dass das Spiel es nicht fertig bekommt, ein fucking Buch zu spawnen. Aber ich kenne halt auch keinen Befehl, mit dem ich spawnen könnte. Vor allem, weil ich die Item-ID nicht kenne, die ich dafür bräuchte. Also, wird auch nix. Weil ich würde sofort spawnen, wenn ihr mir sagt, wie, dass es auch wirklich dort spawnt. Kein Problem, mache ich. Die Kranken verrecken, wenn ich sie nicht zeitnah heile. Oh, doll. Ich hoffe, ich kann dir zu Super. Diensten sein. Der Moldavid, über den wir sprachen. Ja, gibt es etwa Neuigkeiten? Ja, ich habe Händler Fizek gefunden. Eigentlich eine gute Nachricht, doch warum sehe ich ihn nicht an deiner Seite? Weil es eine schlechte ist. Er ist tot. Heilige, er wurde ein bisschen Maria. Aufgeschlitzt. Er war ein guter und respektabler Mensch. Ich werde für ihn beten. Wie dem auch sei. Das hilft ihm auch sehr. Auf den Stein werfen. Natürlich. Hier ich hab den Stein nicht. Ausgezeichnet. Ich hab mehr Geld, als der Stein jeder sein kann. Ich mache mich an die Arbeit. Morgen Abend kannst du das fertige Diadem abholen. Mach's gut. Oh mein Gott, warum hast du das denn gemacht, Paintendo? Was ist das denn? Okay, morgen Abend. Ja, passt schon. Schatz, magst du mir da nochmal den Trank geben? Das hilft nicht dem komischen... Dem komischen Typen, dem Bauarbeiter leider, weil da muss ich wirklich in das Buch reingucken, damit ich weiß, was es ist. Questmäßig. Ölmoblume. Okay, wartet. Gehen wir erstmal zur Alchemie. Ja! Ich wollte nur gucken, ob das Handy nicht ausgeht, damit. Ja. Die Quest war mir zu blöd, ich finde die voll super. Ich würde die nie alle umbringen. Warum auch? Sind Kranke. Ein ganzes Lager Kumanen auslöschen, okay. Die greifen mich eh an. Die haben es damit definitiv verdient. Okay, schauen wir mal. Hey, also, ich brauche... Kommt uns besuchen. Mohnblume, Distel und Öl. Haben wir alles? Nein, haben wir nicht. Wir haben die Distel. Wir hatten aber nur eine Mohnblume. Okay, Chef, komm mal her. Alles Gute. Gib mir nochmal eine Mohnblume. Wir haben leider eben keine gefunden. Mir reicht eigentlich eine. Und weißt du was? Du kannst die auf jeden Fall haben, die zwei Groschen. Zwei Kreuzer, meine ich, sorry. So, also. Mohnblume, eine Sandumdrehung kochen, Distel hinzufügen, eine Umdrehung lang kochen, Kessel abkühlen lassen und Einbeere hinzufügen, nicht kochen. Oh, die Einbeere habe ich übersehen. Crap, ich habe keine Einbeere. Kostet eh nix, also. Du wirst noch sehen, warum, okay. Da weiß ich nichts von. Glaube ich, habe ich nicht gesehen, ich weiß es nicht mehr. Also, erstmal Wasser rein und kochen, oder? Ne, in Öl. Ja, wir brauchen Öl. Und Öl ist das hier. Sieht nicht wirklich aus wie Öl, sieht aus wie Wasser, aber ist okay. Dann... Blasebalg. Der mystische Blasebalg, der automatisch das Wasser zum Kochen, das Öl zum Kochen bringt. Also, erst die Mohnblume. Mohnblume, Einbeere, Distel. Mohnblume. So, die Mohnblume, eine Sandumdrehung kochen. Dann die Distel hinzufügen. Eine Umdrehung lang kochen. Ich hoffe, das ist nicht so streng. Kessel abkühlen lassen und eine Einbeere hinzufügen und dann nicht mehr kochen. Hoffentlich funktioniert's.
Erst muss man abkühlen lassen, erst dann kann ich die Einbeere hinzufügen. Aber ich finde das hier eigentlich ein ganz cooles Alchemie-Minigame. Es ist nicht so einfach, es ist nicht ganz so... Man ist sich nicht sicher, was man tut, wirklich, habe ich das Gefühl. War das jetzt genug? Habe ich die Sanduhr zum richtigen Moment gedreht? Muss ich die erst drehen und dann kochen? Oder muss es kochen und dann drehe ich sie? Und dann tue ich das Zeug rein? Oder tue ich erst das Zeug rein und drehe dann die Uhr oder sowas? Da ist man nicht ganz sicher. Aber es ist trotzdem ganz interessant. Okay, der Kessel ist abgekühlt. Darf nicht mehr kochen, aber ich kann die Einbeere schon reintun. Und that's it. Jetzt müsste ich... wo habe ich Glas? In eine Fiole? In eine Fiole. Wie man nur so einen Blub nimmt. Yay, wir haben einen Schlaftrunk. Geil. Ja, hat auch gut funktioniert. Das Dumme ist, ich brauche trotzdem das Herbarium, um den anderen zu retten. Ich habe hier etwas für dich. Wirklich? Trink das und du schläfst wie ein Stein. Oh, danke. Gott behüte. Dankeschön, Schatz. Verehrte Johanka. Ja, super. Ich komme in Bewunderung für deine Selbstaufopferung. Ich möchte dich gern zu einem erlesenen Bankett in meinen Palast einladen. Du verdienst etwas sehr... Was hast du hier zu suchen, Bursche? Wer hat dich reingelassen? Ja, der Typ ist wirklich ein Dreckschwein. Ich kümmere mich um die Verwundeten, wie du sicher weißt. Na dann troll dich und störe mein Gespräch mit Johanka nicht. Du wirst hier nicht gebraucht. Ich bin nicht gut genug dafür, dammit! Aber Johanka braucht von dir nichts, guter Mann. Du wirst mich auf geziemende Weise anreden, du Lump. Verstanden? Sind wir respektvoll oder sind wir nicht respektvoll? Entscheidet bitte, Leute. Melly sagt respektvoll. Das ist schon mal ein Punkt für respektvoll. Also eins oder zwei. Eins ist nicht respektvoll, zwei ist respektvoll. Wie schaut's? Je nach werden wir auch den Part beenden, wenn das Gespräch hier vorbei ist, aber es kommt da drauf an. Nein, entscheid du. Nein, ihr entscheidet. Stream, interaktiv und so. Go, go. Ich weiß nämlich, in welche Richtung diese Quest gehen kann, aber deswegen will ich nicht selbst entscheiden. Shiro sagt respektvoll, dann sind zwei Stimmen, einer nicht respektvoll. Haben wir noch eine Stimme? Oder zwei Stimmen am besten? Momentan steht es 2-1 für respektvoll. Ich weiß nicht, vielleicht geht die Quest ja eh immer in die gleiche Richtung, I don't know. Noch irgendjemand? Wir haben 6 Leute da. Ich komme gerade rein, halte mich raus. Hallo Quinox, schön, dass du reinschaust. Hallo Tornat, schön, dass du reinschaust. So viele neue, Mensch. Hallo, willkommen. Immer gerne mehr. Tornat sagt auch respektvoll. Ja, bei 1 passiert Lustiges, aber wenn wir 2 nehmen, ich weiß nicht, was bei 2 rauskommt, ich weiß, was bei 1 rauskommt. Deswegen will ich nicht selbst entscheiden, weil ihr sollt entscheiden. Also wir haben 3 Stimmen für respektvoll, 1 für respektlos, also nehmen wir respektvoll. Ja. Kustos. Oh wirklich, dann kommen wir hier wieder an. Okay. Aber dann nehmen wir doch respektlos, I'm sorry. Ich dachte, da gibt's was mehr. Du wirst mich auf... Ich rede mit jedem so, wie er Sorry. Es verdient. Ich dachte, da gibt's wirklich noch eine Möglichkeit, aber dann ist nur die. Niemand spricht in diesem Bin ich gut genug im Reden. Werft ihn für die Nacht in den Kerker, damit er ein paar Manieren lernt. Ups. So schnell landet man für 16 freaking Stunden im Kerker. What the hell? Hättet ihr mich nicht erst um 21 Uhr da reinwerfen können? Ist nicht unsere erste Nacht im Kerker. Ich meine, also eigentlich schon, in dieser Zeitlinie schon, in der anderen Zeitlinie, die niemals passiert ist, weil so ein Blödsinn wird man ja nie machen, wenn eine dumme Kuh in Geprügelei reinrennt und sich dann treffen lässt, weil sie so hohl ist. Sind wir in einer Kerkerzelle in Scarlets verbrannt, als komische Dinge passiert sind. Oh well. Also für unseren Heinrich ist das das erste Mal.
dass er im Kerker sitzt. Ja, laden, laden, laden. Chugga, chugga, chugga. Go, go, go. Ich meine aber, man kann ihm auch noch die Fresse hauen. Du hast gelernt Kerker. Oh, yay. Ich hab Schnellreiseort entdeckt. Oh, wie toll. Ich hau dem Typ mal auf die Fresse. Wo ist der? Oh Gott, wo bin ich denn? Ihr habt nicht mal einen Kerker im Kloster? Was seid ihr denn für ein Kloster? Ja, das ist halt das Dumme, wenn man außerhalb seines Standes redet, ne? Oh, aber das Diadem dürfte fertig sein. Ja. Und die haben auch einen Schreiber hier. Okay. Scheiße, wie kommen wir jetzt zu dem Diadem-Typen? Oh nein. Ich kann nicht schwimmen. Ja, that's dumb. Aber nicht ankommen in dieser Zeit. Also es ist sehr gewöhnlich, dass man nicht schwimmen kann eigentlich. Abgesehen davon, dass wir eine fette Rüstung tragen und dann deswegen nicht schwimmen können. Tralala. Dann eben nochmal zu dem blöden Penner. Oh, ich bin ausgehungert. Das ist schlecht. Das hat mich jetzt meinen Bonus gekostet. Und ich bin verdammt müde. Ja. Gott, tut mir der Magen weh. Ja, ist okay. Wir gönnen uns einfach was bei der Taverne. Gasthof zum Dünnbrettbohrer. Warum hast du in der Zelle nicht gepennt? Das finde ich total unrealistisch. Als ob man in der Zelle nicht schlafen könnte. Du schläfst vielleicht nicht gut, aber du schläfst. Das ist ein ziemlich bescheuerter Mist, oder? Oh, wir sind immer noch am Verhungern. Oh, damn. Wie sieht's eigentlich mit unseren Waffen aus? Der Eschenlangbogen ist genauso gut wie der... Nein, ist besser als der Kumanische. Okay, nehmen wir den. Ja, okay. Kumanische kann weg. Good to know. Go und tschüss. So, wir haben alles wieder an. Das ist gut. Oder noch an. Ich kann jetzt nicht schlafen, wir haben gerade Morgenstund, das heißt, wir müssen halt mit dem bisschen Energie auskommen, das wir haben. Noch was essen wäre gut. Mal gucken, ob wir noch irgendwo einen Topf finden, an dem wir uns bedienen können. Ein Job für die beiden... Au. Ich liebe diese Mechanik, sie ist so gut. Ich wollte gerade sagen, mit der Rüssi schwimmst wie ein Stein, ja eben. Okay, Trojan, warum bist du so weit schon wieder weg? Die Mechanik ist so geil, ey, das ist echt vom... Oh, achso, wir sind jetzt nicht weit weg, er ist schon voraus. Schnell mal zum Meistertypen. Ja. Dann können wir Herrin Stefanie endlich ihren Kram bringen. Oh, ich verfahre mich natürlich mal wieder, ne? Ich meine, ich spiele Just Cause. Ja. Okay. Irgendwo hier muss die Type sein. Oh Gott, sag mal, könnt ihr noch was anderes als aus blöde... Als blöde Zäune bauen hier? Ja, ich weiß. Hier ist ein Misthaufen, bedien dich. Haben wir hier noch einen Topf gerade, den ich so sehe? Ich werde auch kein Essen kaufen. Was bin ich denn? Pleb? Ich stehl's lieber von den Locals. Ah. Wie gerufen. Ich brauche auch noch Wildfleisch, das stimmt. Sollten wir mal machen gehen. Wir sollten mal schnell ein bisschen jagen gehen. Muss ja doch noch einen Part machen, Mensch. Aber maybe. So, jetzt sind wir zumindest wieder ordentlich genährt. Für einen Moment zumindest. Holen wir den Kram hier mal ab. Das Diadem. Hallo. Gott sei Dank. Vom Kerker, ist cool. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich sagte doch, ab wann du das Diadem... Oh. Das ist ein Dummbeutel. Ich hätte es mir denken können, es gab keine Quest-Aktualisierung. Wenn wir noch einen Topf finden würden, wäre das genial. Guck mal, das mal einmal im Kerker und schon muss man drei Leuten alles wegessen. Und dass es wirklich alles ist, was wir wegessen, sieht man daran, dass wenn ich jetzt wieder drüber havere, nichts mehr da ist, was ich essen könnte. So, aber jetzt sind wir wieder fit. Immer noch ein bisschen gehampert dadurch, dass wir im Knast waren. Warum auch immer, weil nach einem Tag. Ja! Aber wir könnten ein bisschen jagen gehen, ja. Ich will jetzt erst nochmal gucken, was mit Johanka ist. Ob wir nochmal mit ihr drüber reden können. Dass wir gerade eingeknastet wurden.
Oh, ist auch noch ein Topf, das wir essen könnten. Nee. We're good for the moment. Wo ist die Olle? Hat sie jetzt doch mit dem was angefangen, oder was? Wieder kein... Oh, das Buch ist wieder nicht da. Damit. Sebastian, der Kustos ist wirklich widerlich. Er kann gemein sein. Aber auf seine Art eben auch... Ach, ich weiß nicht. Oh mein Gott, sie ist so schlimm. Was soll das heißen? Er war wenigstens die ganze Zeit hier. Im Gegensatz zu dir. Und überhaupt, das geht dich nichts an. Ich saß im Kerker, beziehungsweise war verletzt und alles. Es ist unglaublich, die Olle, ey. Okay, was können wir hier noch machen? Nicht viel. Ich will trotzdem noch warten, bis der Typ da fertig ist, deswegen... Ich muss ihn echt bezahlen, den dreckigen Schweinehund. Einfach meine Redekunst nicht gut genug ist. Genau in diesem Moment hast du die Nerven verloren, alle geschlachtet. Ja, okay, aber nee. Finde ich immer noch nicht gut, werde ich nicht machen. Ihn würde ich eine verpassen, sofort, jede Sekunde. Links und rechts eine mit der Faust ins Gesicht. Bis er nicht mehr weiß, wie er heißt. Und auch nicht mehr so piekfein ausschaut, der kleine Drecksack. Hier ist ja noch ein Topf. Super, hier sind so super viele Töpfe in Sasau, das ist klasse. Oder im Kloster von Sasau. Dieser dreckige, kleine, eingebildete Fatzke. Zu deinen Diensten, Herr. Halt die Schnauze. Ich wollte über... War... Weil ich dich... Ja, ich zahle. Mach mal halblang. Decken werden... Einverstanden? Ein schlechter. Wie viel schlecht? Oh, doch so viel schlecht. 125. Letztes Angebot. Ja. Sehr gut. Vorräte geholt. Ich fühle mich ultra schlecht, ihn dafür zu bezahlen. Ich würde ihm lieber einen in die Fresse hauen, bis er es macht, aber es geht leider nicht. Das Game lässt mir nicht die Möglichkeit. Aber jetzt können wir zumindest zu Johanka zurückkehren und sagen, sie haben. Es gibt ein bisschen mehr Vorräte für euch. Dum, dum, dum. Ich meine, den Schlaftrunk haben wir gemacht. Ich brauche immer noch das Herbarium, um rauszufinden, was diese violette Pflanze ist, die der eine Typ meint. Erzähl mir mehr über die Lage. Danke. Nee, ich weiß alles. Gott behüte dich. War das Nikodemus, dem ich das gesagt habe? Anscheinend nicht. Okay, das habe ich jetzt einfach so gemacht oder was? Na toll. Who cares? Ja, das hier ist das Falsche. Es ist alles. Ich will dieses scheiß Herbarium haben. Es kann doch echt nicht sein, Leute. Gibt's irgendwo anders noch ein Herbarium, wo ich hin muss? Um das zu bekommen. Meine Energie ist auch extrem mies. Das ist nicht gut. Ich werde bald einfach vom Pferd fallen, wenn das so weitergeht. Ich kann mich in der Taverne einquartieren, aber wir haben mitten am Tag. Ich könnte lesen. Wir haben ein paar Bücher, die wir lesen könnten. Mein Sattheitsgrad ist gut genug. Und der blöde Typ hier mit dem Diadem will immer noch nicht. Ich glaube, ich gehe echt kurz in die Taverne und quartiere mich dort ein. Leute, das machen wir beim Off. Ich mache hier mal einen kleinen Cut für die nächste Folge. Seid bereit. Bis dann, Leute. Tschüss.